Kann man aus Scheiße Gold machen? Das hat sich Isabel Bulling auch gefragt. Sie hat einen Reitstall in Alfdorf bei Stuttgart. Wenn du draufstehst, merkst du, du kriegst warme Füße. Wenn du den Mist umbeigst, merkst du, da geht richtig Wärme raus, da dampft. Und du dachtest so, okay, das muss ja nicht irgendwie bloß verpuffen. 2012 war das. Damals wurden die Wohnungen über den Ställen noch mit Nachtspeicheröfen beheizt. Ein Auslaufmodell. Irgendwas Neues musste her. Wir haben auch Wald. Das wäre auch eine Zentralheizung in Frage gekommen. Oder schlimmstenfalls halt Öl oder Gas, klar. Isabel Bulling hat eine andere Idee. Wie könnte man denn die Energie, die in diesem Mist steckt, für uns Nutze machen? Sie hat Glück. Steffen Klein hat sein Pferd bei ihr untergestellt. Er entwickelt Heizungssysteme. Im Stall reden sie über ihre Idee und wollen herausfinden, wie viel Hitze steckt überhaupt in so einem Misthaufen. Sie kommen da auf 60, 70 Grad an manche Spitze. Und dann musste man sagen, das darf nicht einfach nur in den Himmel verpuffen. Und was war dann Ihre Reaktion darauf? Also am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, weil wir dann gemessen haben, dass wir zwar relativ hohe Temperaturen haben, aber die nicht sehr lange. Denn der Schlüssel war dann, als wir festgestellt haben, dass es die Möglichkeit gibt, die Rohre einzubetonieren. Und als wir das dann gefunden hatten, diese Lösung, und danach umgesetzt haben, dann war es eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Das System funktioniert tatsächlich dank des Prinzips Wärmepumpe. Sie verlegen Rohre unter dem Misthaufen. Durch diese Rohre fließt ein spezielles Kältemittel. Dieses Kältemittel wird schon bei niedrigen Temperaturen gasförmig. Die Hitze im Misthaufen reicht dafür aus. Ein sogenannter Verdichter komprimiert das Gas durch Druck. Bei diesem Prozess heizt sich das Gas stark auf. Diese Hitze kann dann bei Bedarf zur Erwärmung von Wasser für die Heizung im Haus genutzt werden. Anschließend wird der Druck im Gas wieder gesenkt. Das Mittel wird dabei stark heruntergekühlt und wieder flüssig. Die Flüssigkeit wird zurück zum Misthaufen geführt, wo sie sich dann wieder aufwärmen kann. Aber wenn es sehr kalt ist, so wie jetzt, springt das Backup ein. Wir haben hier ein System mit zwei sogenannten Wärmequellen, also da, wo wir die Wärme herbekommen für die Wärmepumpe. Einmal den Misthaufen, den Pferdemist, und dann darunterliegend die Jauchegrube, wo das Wasser, das Regenwasser und das Wasser, das auch aus dem Misthaufen kommt, gesammelt wird. Das können wir dann auch noch mal nutzen, zusätzlich, um Wärme zu gewinnen für die Wärmepumpe. Im Misthaufen und in der Grube messen mehrere Thermometer die Temperatur. 5 bis 10 Grad Celsius, je nachdem, wie er bedeckt ist und je nachdem, wie wir die Wärme dann auch rausgezogen haben. Und in der Jauchegrube haben wir aktuell 20 Grad Celsius. Wir haben sie lange nicht benutzt, deswegen ist diese Temperatur jetzt relativ hoch. Je kälter es ist, desto mehr Druck muss auf das Gas ausgeübt werden. Im Schnitt kommen 3/4 der Energie aus dem Mist. Für den Rest braucht die Pumpe elektrische Energie. Sie wird über eine Solaranlage gewonnen. Grundsätzlich ein stabiles System. Aber einmal war zu wenig Wasser in der Jauchegrube. Und? Wenn ich dann oben auch noch die Mischplatte leer gemacht hatte, wo nichts ist, kannst du nichts holen. Also du brauchst entweder Mist oder Sickerwasser. Eines von beiden solltest du haben. Und ich hatte weder das eine noch das andere genügend. Und dann halt aber minus 10 Grad. Dann springt die Elektroheizung ein. Das geht aber nicht auf Dauer. Wenn der Mist die Wärme abgegeben hat, wird er abgeholt und weiterverwertet. Also es ist ja jetzt eine Dreifachnutzung aus diesem Mist. Also einmal hier die Wärmeentnahme, dann geht es weiter in die Biogasanlage, da wird Biogas draus gewonnen und dann kommt es wieder zurück als Dünger. Also da hast du Bricklebrick, ein Goldesel. Das System hat sich also auch finanziell gelohnt. Es spart seit 10 Jahren die Heizkosten für 2 Ein-Personen-Haushalte ein. Isabel Bulling kann nicht sagen, wie viel Geld sie damals genau investiert hat, auch weil sie viel selbst mit angepackt hat. Würde man das System komplett bauen lassen, würde es um die 50.000 Euro kosten. Ein Modell auch für andere Höfe? Das Interesse ist da, aber es muss tatsächlich diese Konstellation so perfekt vorliegen wie hier beim Harkhof, damit sich das Ganze rechnet und lohnt. Hier hat alles gepasst und die Pferdeäpfel sorgen für heißes Wasser. Ich kann es nur sagen, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde es wieder machen.
Wenn die Voraussetzungen stimmen, dann kann man mit Pferdeäpfeln tatsächlich bares Geld sparen. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube